Grüß Gott, mein Name ist Helmut Schindelweg und ich möchte Ihnen heute in diesem Video erklären, warum ein unternehmensweites Modellierung Ihrer Unternehmensarchitektur notwendig ist. Zuerst möchte ich begründen, warum die Modellierung notwendig ist und analysiere, warum die verschiedenen Interessensparteien verschiedene Anforderungen haben. Der Rest der Präsentation handelt von der Prozessmodellierung, deren Definitionen, verschiedenen Notationen und Frameworks. Am Ende gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen Modellierungstool-Anbieter. Seit mehr als 10 Jahren bin ich Unternehmensberater und verwende seit jeher Modellierungswerkzeuge. Nun, warum müssen wir ein Unternehmen modellieren? Die Gründe dafür sind weitreichend. Von der Darstellung einer Wissensdatenbank über die Wiederverwendbarkeit von Informationen, um Projekten schneller auf die Sprünge zu helfen und Kosten zu sparen. Die erfassten Informationen können auch als Entscheidungsträger herhalten. Nicht zuletzt sollen die unternehmensweite Modellierung den verschiedenen Interessensgruppen die Möglichkeit bieten, einfachst auf die gespeicherten Informationen zugreifen zu können. Was sind nun diese verschiedenen Interessensgruppen und welche Anforderungen haben diese? Wir haben zum Beispiel die Compliance-Teams, welche sich mit der Implementierung von MiFID, SOX, Basel oder anderen ISO-Standards beschäftigen. Wir haben das Enterprise-Architektur-Team, welche die IT-Infrastruktur dokumentiert und analysiert. Dann haben wir auch noch die verschiedenen operativen Teams, welche sich mit der Effizienz von Prozessabläufen und deren Automatisierung beschäftigen. Nicht zu vergessen die verschiedenen Initiativen in Unternehmen wie Six Sigma, FMEA, Value Stream Mapping und so weiter. Nun, was ist der Fokus für die Compliance-Teams? Zunächst sind diese an den Prozessflüssen, den Prozessen und deren Verantwortlichkeiten interessiert. Sie sind aber auch interessiert an den Normanforderungen, deren Kontrollelementen, die jedes Compliance-Regime hat und natürlich auch zu deren Verknüpfungen zu den Prozessflüssen. Sie sind auch daran interessiert an den derzeitigen Compliance-Status. Erfüllen Sie Ihre Normanforderungen oder nicht? Besitzen Sie Verbesserungspotenzial und wenn ja, wo sind diese? Manche Unternehmen suchen nach einer Automatisierung der Audit- und Selbstanalysen. Der Kalender zeigt jedem Benutzer, welche Aufgaben er hat und den jeweiligen Status in Farbe. Der Enterprise-Architektur-Team fokussiert mehr an den übergeordneten Prozessabläufen und deren Verbindung zu IT-Infrastruktur wie Server, Softwarekomponenten. Diese Gruppen benötigen IT-Diagramme mit Dashboard-Funktionalität zum Beispiel. Sie sind vielleicht auch an einer physischen oder logischen Datenmodellierung interessiert. Ganz sicher ist diese Benutzergruppe an der Erstellung von Berichten interessiert, um verschiedene Einflüsse auf die IT-Architektur analysieren zu können. Wenn zum Beispiel eine zentrale Applikation ersetzt werden soll, welchen Einfluss hat diese Änderung auf das gesamte Unternehmen? Wie kann man diesen Problemen vorbeugen? Als nächstes haben wir die operativen Teams, die Prozessflüsse gerne exekutierbar haben und verwenden BPM-Notationen, um diese Information als BPL-Code in eine ausführbare Sprache zu bringen. Manche Unternehmen verwenden integrierte BPM-Suites, welche eine direkte Umsetzung der Prozessflüsse in einen exekutierbaren Arbeitsfluss erlauben. Abhängig von dem Projektfokus der Implementierung kann dieser entweder auf Personen oder Systeme fokussiert sein. Ganz wichtig sind natürlich auch die BAM-Dashboards, Business Activity Monitoring, welches die operativen Daten live anzeigt, wie zum Beispiel wurde Service Level Agreement verletzt, welche Engstellen im Prozess sind vorhanden und so weiter. Die anderen Teams, wie zum Beispiel das Six Sigma Team, verwenden die gleichen Prozessflüsse als Basis für ihre Kalkulation. Das gleiche gilt auch für die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse oder aber auch für die Value Stream Mapping. Alle sehen und verwenden die gleichen Prozesse, jedoch ergänzen Informationen entsprechend ihrer Sichtweisen. Auch die verschiedenen Assessments, wie zum Beispiel nach CMMI, benötigen Informationen in dem Modell, die den Reifegrad der IT bewerten. Unter dem Strich, jeder dieser Gruppen haben ihre eigenen Anforderungen und Zielsetzungen zu dokumentieren und zu analysieren. Unglücklicherweise haben diese Gruppen auch unterschiedliche Softwarepakete im Einsatz, wie zum Beispiel Compliance Team verwendet Excel, Enterprise Architecture verwenden andere Tools wie Visio, Word und so weiter.
Diese Informationen sind normalerweise verloren, sofern diese nicht in einer zentralen Datenbank gespeichert sind und später auch aktualisiert werden. Das hilft nicht nur Kosten zu sparen, aber auch die unternehmensweite Wissen-Datenbank zu bilden. Ohne diese gemeinsame Datenbank kann das Unternehmen nicht den Vorteilen der vernetzten Information nutzen. Gehen wir nur zum nächsten Schritt über, der Prozessmodellierung. Was ist ein Prozess überhaupt? Es gibt eine Vielzahl von verschiedensten Prozessdefinitionen. Eine ist hier aufgelistet. Der Geschäftsprozess ist eine Serie von Arbeitsschritten, entwickelt, um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erbringen. Die meisten Prozesse sind abteilungsübergreifend und diese Prozesse sind normalerweise Kern- oder Wertschöpfungsprozesse. Andere Prozesse sind für den Endkunden nicht ersichtlich. Sie unterstützen aber die Kernprozesse, daher auch der Name Unterstützungsprozesse. Nachdem wir hier die Prozessdefinition beschrieben haben, das nächste Bild zeigt uns, was ist eigentlich ein Prozessfluss? Wie sieht ein Prozessfluss aus? Nun, eine Prozesskette beginnt mit einem Ereignis, auf dem eine durchgängige Prozesskette folgt und am Ende zumindest ein Ergebnis steht. Unternehmen ergänzen diesen Prozessfluss mit Organisationseinheiten, um die Verantwortlichkeiten definieren zu können. Weiters können Bearbeitungsorte definiert werden, um zu verstehen, wo die Prozesse ausgeführt werden, oder ergänzen Daten, um zu analysieren, welche Daten werden von welchen Prozessen verändert oder erstellt. Andere Unternehmen fokussieren wiederum auf Applikationen, um die Hardware-Anforderungen besser verstehen zu können. Des Weiteren können nach Belieben ihre eigenen Objekttypen angelegt werden, wie zum Beispiel Kontrollobjekte, Key-Performance-Indikatoren, Risiken und so weiter. Schlussendlich macht es keinen Unterschied, welche Objekte Sie auf dem Diagramm haben, denn Sie können nun nichts mehr erkennen. Zu viel Information auf einem Diagramm. Somit ist es wichtig, eine zentrale Datenbank zu haben, in der alle Objekttypen, Eigenschaften, Verbindungen zwischen den Objekten, Diagrammnotationen, Vorlagen gespeichert werden. Auf dem Diagramm bleibt ein einfach zu verstehendes Flussdiagramm über und die verbundenen Informationen kann nach Bedarf aufgerufen und analysiert werden. Schauen wir uns nun die POLDAT-Objekte, Prozesse, Organisationseinheiten, Bearbeitungsorte, Applikationen und Technologien etwas genauer an. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Objekte Beziehungen miteinander haben. Dieses Sechseck der Veränderung, welches von CSC entwickelt worden ist, hat die Idee, dass wenn ein Objekt verändert wird, hat dies ebenfalls einen Einfluss auf andere Objekte. Das gleiche gilt, wenn Sie eigene Objekte erstellen und diese in eine Beziehung setzen. Wie ich bereits erwähnte, diese Objekte können Geschäftsziele, Risiken, Projektinformationen, kritische Erfolgsfaktoren und so weiter sein. Alle Beziehungen können auch bestimmte Namen haben, wie zum Beispiel die Organisationseinheit arbeitet an einem Standort. Oder die Organisationseinheit führt einen bestimmten Prozess aus. Es ist auch wichtig, dass Ihre Modellierungswerkzeuge mehrfache Beziehungen zwischen Objekten ermöglichen. Wie zum Beispiel die Organisationseinheit managt auch einen Prozess und führt ihn nicht nur aus. Welche Notation ist nun die richtige Notation? Unglücklicherweise gibt es keine allgemeingültige Regel. Wenn Sie 5 Unternehmensberater fragen, bekommen Sie 6 verschiedene Antworten zurück. Das Framework bzw. die Notation muss an Ihren Zielen angepasst werden. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Notation einfach zu verstehen ist, sowohl für den Endbenutzer als auch für den Spezialisten. Bevor Sie die gewünschte Notation einsetzen, starten Sie ein Projekt, ein Pilotprojekt, um die Akzeptanz Ihrer Notation testen zu können und um festzustellen, ob es Ihren Projektanforderungen entspricht. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Notationen, wie zum Beispiel dynamisches Diagramm, Prozessflussdiagramm, Schwimmbahndiagramm, UML-Diagramm, hierarchische Diagramme für eine Aufbauorganisation. Auch hier wiederum hängt es davon ab, welche Ziele verfolgen Sie und welche Notation ist die geeignete. Ähnlich verhält es sich hier mit den Frameworks. Für verschiedene Anwendungsbereiche, für verschiedene Industrien gibt es vorgefertigte Lösungen, wie etwas zu modellieren ist, wie zum Beispiel das ITO-Modell für die Telekom-Industrie oder das ITIL-Framework für das IT-Service-Management
oder andere Enterprise Architecture Frameworks wie Archimate, NATO Architecture Framework, DODA, FIRF und so weiter. Auch hier gilt das gleiche wie zuvor. Wählen Sie ein Framework, das Ihren Anforderungen entspricht. Nun, was für Modellierungswerkzeuge gibt es? Es gibt eine Vielzahl von Analysten wie Gartner, Forrester, die vergleichen Modellierungswerkzeuge für bestimmte Anwendungen, für Geschäftsprozessanalyse, für Enterprise-Architektur, für IT-Planung und so weiter. Sie bekommen die kompletten Berichte bei den verschiedenen Tool-Vendor-Sites. In dieser Präsentation habe ich die Software von CaseWise verwendet, welche Sie im rechten obersten Eck dieser Forrester Wave sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie fanden diese Präsentation interessant. Zeit für eine kleine Pause und ich würde mich sehr über Ihr Feedback freuen.